Ja, Hallihallöchen und herzlich willkommen zu meiner Videoserie Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus SARS-CoV-2. Dieses Video behandelt das Thema Impfung. Ihr erhaltet in diesem kurzen Video die wichtigsten Informationen zum Stand der Wissenschaft, ganz einfach und übersichtlich dargestellt. Die Aussagen und Einschätzungen sind selbstverständlich alle mit Quellenangaben versehen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, ihr könnt etwas lernen. Gut, bevor es losgeht, gebe ich euch noch einen ganz kurzen Überblick über die behandelten Themen dieser Videoserie. Ansteckungswege. Das Video über Ansteckungswege gibt Antworten auf die Frage, wie das Virus übertragen wird und wie nicht. Asymptomatik. Auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess waren viele ältere Personen. Das Video über Asymptomatik gibt Antworten, wie viele davon keine Symptome hatten. Dunkelziffer. Das Video über Dunkelziffern gibt eine Einschätzung über die nicht entdeckten Fälle in den verschiedenen Ländern. Gefährlichkeit. Das Video über Gefährlichkeit zeigt auf, wer besonders gefährdet ist. Immunität. Das Video über Immunität geht der Frage nach, ob und wie lange bereits infizierte Personen von einer Neuansteckung geschützt sind. Impfung. Das Video über Impfung sagt, bis wann Wissenschaftler mit einem Impfstoff rechnen. Infektionszahlen. Das Video über Infektionszahlen geht der Frage nach, für wie viele Menschen die Wissenschaftler mit einer Ansteckung rechnen. Infektiosität. Das Video über Infektiosität zeigt auf, wann Infizierte am ansteckendsten sind. Inkubationszeit. Das Video über Inkubationszeit gibt eine Einschätzung, wie lange es dauert, bis man erkrankt. Kinder und Schwangere. Das Video über Kinder und Schwangere erklärt, wie sehr diese gefährdet sind. Männer versus Frauen. Das Video Männer versus Frauen geht der Frage nach, weshalb es Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben könnte. Medikamente und Therapien. Das Video über Medikamente und Therapien zeigt, mögliche Strategien zur Bekämpfung des Virus mit Medikamenten und Therapien. Mutation. Das Video über Mutationen erklärt, wie stark das Virus mutiert und weshalb wenig Mutationen gut sind. Saisonalität. Das Video über Saisonalität informiert, ob es Momente gibt, in denen das Virus wieder verschwindet. Serielles Intervall. Das Video über serielles Intervall sagt, wie lange es durchschnittlich geht, bis ein Angesteckter jemand anderen ansteckt. Sterblichkeit. Das Video über Sterblichkeit sagt, für welche Altersgruppen das Virus gefährlicher ist, beispielsweise als eine Grippe. Symptome und Krankheitsverlauf. Das Video über Symptome und Krankheitsverlauf erklärt ausführlich, welche Symptome wie häufig auftreten. Szenarien für die Schweiz. Das Video über Szenarien für die Schweiz vergleicht zwei mögliche Szenarien. Wie verbreitet sich das Virus mit Maßnahmen und ohne Maßnahmen. Verbreitung. Das Video über Verbreitung vergleicht die Ansteckungsgefahr mit jener der Grippe. Roland Benz, Schweiz. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2. Empfehlung des Bundesrates. Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten. Es sei denn, Sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen. Es sei denn, Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen. Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie. Schützen Sie sich vor falschen Informationen. Informieren Sie sich auf offiziellen Webseiten wie einer des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit. Kampagne So schützen wir uns. Empfehlungen betreffend Selbstquarantäne und Selbstisolation. Impfung. Wichtigstes in Kürze. Impfstoff noch für dieses Jahr erwartet. Mitte Februar einigten sich 400 Experten auf einer Konferenz in Genf, die Suche nach einem Impfstoff zu beschleunigen. In vielen Ländern wird derzeit an der Entwicklung eines Impfstoffes gearbeitet. Doch wie schnell könnte er einsatzbereit sein? Die Entwicklung eines Impfstoffes ist ein langwieriger, mühsamer Prozess.
vor allem die Zulassung und die klinische Prüfung eines Kandidaten. Trotzdem gehen einige Experten davon aus, dass noch dieses Jahr ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Salate Sutter. In Zahlen. 20. Anzahl Impfstoffe, die momentan in Entwicklung sind. Gebrejesus. 40. Anzahl Anträge auf Prüfung und Zulassung für Tests zur Ermittlung von Covid-19, die bei der WHO eingegangen sind. Quellen. M. Brubacher, T. Blattner, Amor. Journalisten des Tagesanzeigers. Ihr Artikel ist die Hauptquelle für dieses Video. Salaté. Epidemiologie-Professor André Thealosen. Sutter. Virologe von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gebreyesus. Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO. Am Ende habe ich den Originalartikel aus dem Tagesanzeiger eingefügt. In der Online-Ausgabe im Tagesanzeiger wird der Artikel laufend aktualisiert. Er kann allerdings nur mit Abo gelesen werden. Wenn Sie möchten, können Sie das Video nun anhalten und den letzten Abschnitt selber durchlesen. So, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wenn Sie den Subscribe-Button anklicken, erscheinen meine Videos in Ihrem sogenannten Subscriptions-Feed von YouTube und können so einfacher gefunden werden. Alle meine Videos sind mit Linux und weiter Open-Source-Software auf einem uralten Laptop entstanden. Die wichtigsten sind Kdenlive, Audacity, GIMP und Blender. Falls es Ihnen langweilig ist, habe ich einen Tipp für Sie. Blender beispielsweise ist eine Computer-Grafik-Software und funktioniert ähnlich wie eine CAD-Software. Und sie ist komplett gratis. Mit ihr sind die Bilder und Animationen im Hintergrund entstanden. Da Blender Open Source ist, enthält sie auch viele Animationstechnologien, welche beispielsweise Pixar oder auch Universitäten zur Verfügung stellen. Der Name mit seiner Doppelbedeutung auf Deutsch und Englisch wurde bewusst gewählt. Mit etwas Übung können die Dinge so realistisch modelliert und animiert werden, dass man kaum noch merkt, ob die Szenerie gefilmt, fotografiert oder eben doch nur am Computer modelliert und animiert wurde. Gut, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.